Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azure unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein PvP-Achievement und zwar heißt das, solange der Vorrat reicht, und das finden wir unter Spieler gegen Spieler und dann einmal unter Welterfolge. Und für diesen Erfolg müssen wir insgesamt 6 Kisten plündern, und zwar in den Übergriffen im War-Mode in, ja, sowohl Kultiras als auch in Zandala. Und wer jetzt nicht weiß, was diese Übergriffe sind, ich sag gerne Invasionen zu, weil sie quasi genauso sind wie die Legion-Invasionen. Ihr habt auf der Map immer hier so ein Symbol und da steht Übergriff dran und der geht, ich meine, es sind 7 Stunden und hat dann zwischendrin wieder eine Abklingzeit von 12 Stunden und es ist quasi immer in einem anderen Gebiet, wo ihr einen Übergriff habt. Und in jedem von diesen Übergriffsgebieten gibt es dann eine Anzahl an World Quests, ich meine es sind immer 5. Und zusätzlich gibt es aber auch Kisten, die ihr looten könnt, und aus diesen Kisten kommen verschiedene Sachen raus. Ich habe da schon mal was aufgenommen gehabt, und zwar können wir jetzt hier mal reingucken. Ihr seht, da haben wir die Kiste quasi und hier oben auf der Map wird sie ja auch angezeigt. Also man sieht die auf der Map und kriegt auch einiges an Kränzel raus. Also hier oben seht ihr das Symbol hinter dem Cursor und die Kiste ist quasi so gefleckt, das war jetzt hier mit dem Hordenschar, da ist jetzt quasi für die Horde gefleckt, ist, wenn ihr quasi für den Allianzler das Ganze machen wollt, müsst ihr halt die Allianz-Version holen. Am Anfang kommt quasi die Kiste runter und man kann sie dann umflecken auf Horde oder Allianz, je nachdem, wer als erstes dran ist. Und da ist gar nicht gut Loot drin, man kriegt nämlich hier diese Eroberungspunkte, ein bisschen Azerit, ein Item, das, ich glaube, Baseline 330 ist, also ein blaues, was ihr einfach looten könnt. Also für einen Gammeltwink ist es nett, ein bisschen Gold. Um den Loot ging es jetzt mir eher nicht, sondern um das Achievement. Ihr müsst quasi so eine Kiste in jedem Gebiet, bei jedem Übergriff euch besorgen. Heißt, ihr müsst Minimum eine Woche warten, weil dementsprechend etwa eine Invasion Pi mal Daumen am Tag ist und ihr müsst die halt dementsprechend alle erwischen. Das kann auch mal sein, dass die mitten in der Nacht ist und dementsprechend ist es teilweise auch ein bisschen schwierig. So, jetzt schauen wir mal, wo die Kisten sein können und wie sich die verhalten. Und zwar habe ich mir jetzt mal ein bisschen was rausgesucht an Punkten, wo die Kiste sein kann. Und zwar hier einmal in Drustwar, fangen wir mal an. Da ist die Invasion, die ich gerade auch gespielt habe. Und zwar auf den Koordinaten 33, 49, also hier unten, haben wir eine Kiste. Keine Angst, ich packe euch das Ganze auch nochmal in die Infobox rein. Also falls ihr jetzt die Koordinaten genau braucht, ist das kein Stress. Und dort haben wir so eine Hütte, da habe ich quasi meine allererste Kiste her. Jetzt gehen wir mal hier aus dem Ding raus. Dann hier unten ist auch nochmal eine Kiste bei den Koordinaten 30 und 40. Und die letzte Kiste, irgendwie hat das mit den Koordinaten nicht ganz geklappt. Die ist etwa hier, wo die World Quest ist, etwa bei 29, 40. Zumindest hatte ich da auch schon mal eine gesehen. Wer die ganzen Koordinaten nochmal haben möchte, es gibt auf WoW-Head, was ich euch natürlich auch verlinken werde. Ziehen wir das einmal hier rein. Eine recht schöne Zusammenfassung mit jeweils immer 3 Punkten. Da braucht ihr das Addon TomTom für. Dann kopiert ihr das einfach, fügt es ein. Manchmal müsst ihr die Sachen hier nur eindeutschen, je nachdem, ob ihr mit einem deutschen oder englischen Client spielt, und habt die Punkte auf der Karte, die ich euch jetzt auch zeigen werde. Wenn ihr die Addons nicht habt und das nicht haben wollt, dann müsst ihr halt jetzt ein bisschen besser aufpassen. Genau, also die 3 Punkte unter der World Quest. Hier einmal und hier haben wir eine Kiste. Vielleicht sollte ich am Rande erwähnen, die sind natürlich nicht immer da, die sind teilweise recht selten da. Bei manchen Kisten habe ich 2 Stunden rumgesucht, bis ich sie hatte. Zumindest gefühlt 2 Stunden, wollen sie nicht übertreiben. Und ich kann euch da 2 Methoden empfehlen. Wenn dann, ihr stellt euch zu einer hin und wartet halt einfach. Ihr reitet die 3 ab. Es sind meistens 3 Punkte. Oder ihr geht einfach rein, organisiert die Gruppen und macht Serverhop. Und zwar Serverhop Oldschool, weil die Serverhop Addons nicht mehr so ganz gut funktionieren. Geht hier einfach Gruppe finden und dann könnt ihr ja schauen. Drustwar haben wir zum Beispiel hier, also es sollte immer was im Gebiet sein. Und hoppt quasi einfach rein und dann facet ihr ja weg, wenn die auf einem anderen Server sind. Und dann hatte ich es schon öfter, dass dann die Kiste dort stand, ja. Also das, die Methode kann ich zumindest empfehlen. Genau, dann schauen wir mal weiter. Und zwar in Tiragadesund sind ja dann hier die Weltquests, wenn die Invasion ist. Und da haben wir hier unten eine Kiste. Das ist bei so einem kleinen Hütchen in der Nähe, wo auch ein Rare ist, den man killen muss. Und das ist bei den Koordinaten 74, 44. Dann hier oben, das ist in dem Keller drin, in dem brennenden. Das ist auf den Koordinaten 79, 37. Das sieht man recht schlecht. Das ist so ein Kellereingang, der ist ein bisschen mit Balken verdeckt, der brennt. Und unten drin ist es. Und hier, wo die Horde ihr Schutzpunkt hat, bei 83, 36. Da hat es, glaube ich, nee, ich habe es, glaube ich, im Keller gefunden, ja.
So, dann kommen wir im Sturmsangental. Da hat es mit den Koordinaten jetzt nicht so ganz geklappt, weil die irgendwie rumgebackt haben. Ich kann euch aber grob sagen, wo ich meine Kiste gefunden habe, und zwar etwa da, wo das Archäologiesymbol ist. Das ist bei 47, 55 etwa. Da hatte ich meine Kiste, die erste gesehen, leider nicht bekommen, weil da 40 Spieler von der gegnerischen Fraktion unterwegs waren. Da war das ein bisschen schwierig. Meine Kiste habe ich gelootet, die war etwa hier oben bei 37, ja 63, so in etwa. Dort hatte ich meine Kiste quasi gefunden. Und ja, eine dritte müsste ich auch nochmal geben, aber da müsst ihr mit den Koordinaten gucken. Das buggt irgendwie bei mir ein bisschen rum. So, dann gucken wir das nächste, und zwar auf hier Zuldazar. Und dort hatte ich auch meine letzte Kiste bekommen erst, weil das am Anfang ein bisschen gebuggt hat anscheinend. Eine haben wir nämlich hier unten bei 80, 51, habe ich nie gesehen. Eine zweite ist hier bei 76, 37, hier. Und die dritte, die auch ich gefunden habe, die ist bei 70, 37 hier oben. Das ist an so einem Baum dran und man muss quasi von Norden an den Baum rangehen. Das ist an dieser Wegesgabelung und in dem Baum drin ist sie. Aber ihr seht es eh auf der Karte, ne? Wenn ihr in der Nähe seid, ihr seht das auf der Karte, habt ihr ja vorher gerade in der Aufnahme gesehen. Und komischerweise habe ich irgendwie hier hinten nochmal eine gefunden. Ich weiß aber nicht, ob das nicht eine andere Kiste war. Sah zumindest genauso aus. Vielleicht gibt es hier sogar vier, ja? Ich bin nämlich dann, als ich die Kiste gelootet habe und mir einige zerrüttete Hordler nachgerannt sind, ich war mit dem Allianzen unterwegs, weil ich die Kiste geschnappt habe, bin ich hinter geflüchtet, ja? Und dann habe ich gleich noch eine Kiste gefunden, ja, also das war ein bisschen komisch. Genau, dann in Nazmir haben wir auch wieder drei Punkte, und zwar hier bei 60 und 9, dann bei 68, 13 und da, wo ich meine gefunden hatte, an der Säule 78, 19 haben wir sie. Und das letzte ist quasi dann in Voldum. Dort haben wir eine bei 33, 45, dann haben wir eins bei 38, 57 und das letzte ist hier quasi bei 36,50. Dort hatte ich quasi auch meine gefunden. Ich glaube, die ist so ein bisschen unten in so einer, jetzt nicht in einer Höhle, aber zumindest so unter so Steinen war die quasi begraben. So, ich werde jetzt hier irgendwie aufgefordert, was anzunehmen. Das machen wir jetzt mal nicht. Jetzt gehen wir lieber mal hier aus der Einladung raus. Raus da, so. Kiste ist jetzt hier leider keine mehr gespawnt, dass ich es euch demonstrieren kann. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall die Punkte. Wie gesagt, den WoW-Headlink werde ich euch nochmal verlinken. Da könnt ihr euch dann die Makros auch rausziehen. Und ja, dann gilt es für euch quasi zu hoffen, dass ihr alle Invasionen abbekommt. Ist, wie gesagt, kann halt auch immer sein, dass die mit der Nachtzeit sind oder während ihr am Arbeiten, Schule, diverses seid. Also muss man da ein bisschen gucken. Das ist ein bisschen eine langfristigere Geschichte, aber wenn man sie einmal alle gelootet hat, dann hat man die Strapazzo hinter sich. Gut, dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.